Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Max. So, wo waren wir denn gleich nochmal stehen geblieben? Wir haben eine Mission bekommen, einen Konvoi auszulöschen, haben einen neuen verbesserten Greifhaken, glaube ich, oder so. Und gehen jetzt mal nach Yeats Festung. Der kann uns da draußen nämlich eine Waffe basteln. Aus dem, was bis jetzt nur ein Kühlergrill ist. Bin gespannt. Drücke und halte X, um die Zündschnur des Kaboom-Bugs zu entfachen. Was? Wovon reden die? I hear it's possible to tear down the jaw with this. Oh, that sounds like gut cash, John. But it's possible. With a pinch of black magic. What do you know? Oh, you got balls the size of boojums. And you done us some good, granted. So hear me. You'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate. Easy. But your biggest hurdle are those hinges. That's why it all calls for some black magic. Explosives. Oh, yeah. With the Talon, build you an explosive jag tip. Those hinges right off. Boom. Let's do it. Der hat gerade zu uns gesagt, you got balls of the size of a... Ich hab's nicht verstanden. Also wir haben Eier so groß wie irgendwas, hat er zu uns gesagt. Und in der Übersetzung unten stand... Du hast ganz schön Schneid. Ich glaube, sehr viel schlechter kann man das nicht übersetzen. Also, ich meine, so, dass es inhaltlich einigermaßen richtig bleibt, kann man es wirklich nicht mehr sehr viel schlechter übersetzen. Donnerstecher haben wir jetzt freigeschaltet. Sehr gut. Donnerstecher der Dogmen. Gott sei Dank, wir haben Sprengdinger, okay. Die Grundversion des Donnerstechers, Fernwaffe, Personen, Fahrzeuge und Bauwerke, explosiven Schaden, das gefällt mir, glaube ich. Und wir könnten sofort upgraden, können wir uns sogar leisten, verringert Nachladezeit, wisst ihr was? Okay, jetzt sind wir erstmal pleite wahrscheinlich. I hear him. Oh, do you? Big Chief. Okay, Achtung. Was ist los? Ich drücke auf L1. Ach so, ich verstehe. Im Grunde genau wie die Hypoon und so. Er hat jetzt einen Raketenwerfer. Sag das doch gleich. Oh, it's a beauty, Sato. Such power. Can you feel it? Huh? We're ready for the job. Ready as we'll ever be. Ja, so einen Raketenwerfer an Bord zu haben, ist natürlich jetzt schon eine ordentliche Verbesserung. Das stimmt. Das ist schon ziemlich krass. So, und jetzt? Was müssen wir jetzt machen eigentlich? Das da. Da müssen wir hin. Aha, dann kommen wir ins nächste Gebiet. Die tote Leere oder so. Glaube ich. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die auch optisch wieder ein bisschen anders aussieht. Schauen wir mal. Da fahren wir jetzt gleich mal hin. Ich nehme aber eine Abkürzung. Was ist denn das da vorne? Ist das eine Straßenblockade oder so? Nee. Das ist nur ein Rohr. Okay, cool. Auf dem Weg noch schnell eine Vogelscheuche gesprengt. Warum nicht? Bringt alles Prestige. Und dann sagen die Leute so, hey, der Max, ey.
Der ist aber mal eine coole Socke. Und dann kriege ich was dafür. Oder so. Ich glaube, ich kann dann bessere Upgrades freischalten, oder? Je mehr Prestige ich habe. Irgendwie sowas. Okay. It is common in the world. There is Pink Eye, an ancient lady of war, racing. Touched by the angel, her machines are truly gifted. So, wollen wir uns mal einen Überblick verschaffen, würde ich sagen. Hier ist scheinbar noch gar nichts. Nö, da müssen wir nur die Tür aufmachen, oder wie? Moment mal, ich verstehe es aber ehrlich gesagt nicht ganz. Wir bringen den Greifhaken und dafür baut uns der einen Raketenwerfer? Was? Ich dachte, wir kriegen ein Upgrade für unsere Harpune. Ja, okay. Ich muss ja nicht immer alles verstehen. Was bringt denn der Greifhaken? Eigentlich. Ah, warte mal, da ist jetzt eine neue Quest. Aber jetzt machen wir erstmal das, was wir da haben. Trotzdem wollte ich schauen, was der Greifhaken bringt. Nein, ich verdrück mich nur dauernd. Ah! I'm going. So. Hä? Ach, das ist wieder was anderes, oder wie? Kühlerfigur. Genau. Die da. Auf Abwehr. Fahrverhalten. Ja, okay, keine Ahnung. Verzierungen können wir hier anbringen. Die sind relativ billig. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ah, ich kann auch Vorschau machen. Oh. 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 Aha. Aha. Ah. Aha. Ah. Ich glaube, mir gefällt die ganz gut. Die kaufen wir. In der Farbe auch noch. Nehmen wir gelb. Yeah. Propeller. Okay. Yeah. Ja, warum nicht? Na, dann fahren wir da mal durch das Tor oder so. Oh, ich fahre in den Wirbelsturm. Oh, schade. Eingeschränkt rammen. Das heißt, ich kann es nicht rammen. Aber ich kann es Raketenwerfern wahrscheinlich. Deswegen sind wir hier. Ja, braucht aber noch eine Ladung. Aber jetzt geht's erst richtig los. Ah, es funktioniert sogar mit dem Greifhaken. Na dann. Sparen wir uns die Raketen für die wirklich gefährlichen Sachen. Oh oh, ich fahr voll rein. Okay, aber hat gepasst. So, na, Autopanne. Oh, hey, ich bin der. Hä? Was? Okay, cool. Ich glaube, ich muss jetzt trotzdem alle kaputt machen, oder? Nee, zerstör die Scharniere am Kiefer.
Was auch immer das bedeuten mag, werden wir jetzt machen. Oh, gut, okay. Dann weiter. Kann er schon Steine auf unser Auto werfen. Moment mal, ich dachte, es ist fast unmöglich, unseren Magnus Opus zu besteigen. Na komm, das da. Yeah. Okay, die haben wir, glaube ich. Brauchen wir dafür jetzt wieder Raketenwerfer? Weil wenn, dann ist es gut, dass wir die gespart haben. So, ein noch. Ach so. Moment. Yeah, das war cool. The dead barons. Lungs are still pumping and our hearts are still beating. Yes. We're gonna find this woman called Pink Eye. We're gonna find this woman called Pink Eye. We're gonna find this woman called Pink Eye. If things are as bad as in the Great White, she'll be under terrible pressure from gas town war parties. Then we'll do the same for her as we have for the others. So, los geht's ins neue Gebiet. Jetzt bin ich gespannt. Große Leere. Das ist aber schon eine sehr große Vogelscheuche, oder? Kennen wir schon so riesige? Au. Wisst ihr, was ich mir jetzt vor kurzem mal gedacht habe? Ich glaube, das ist ein gar nicht so doofer Gedanke. In so 100 Jahren oder so, vielleicht auch zwei, wer weiß, wird man wahrscheinlich dieses Zeichen, also noch immer benutzen, aber den Ursprung nicht mehr kennen, dass man sich aufs Handgelenk tippt, um zu fragen, wie spät es ist, um die Uhrzeit wissen zu wollen. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch Smartwatches, aber so richtig setzen die sich nicht durch. Und wenn dann nicht großartig was Neues kommt, ist es wahrscheinlich in 100, vielleicht 200 Jahren einfach vergessen, dass man jemals Armbanduhren hatte. Aber das Symbol dafür könnte gut sein, dass sich das weiter so hält. Sowas gibt es ja oft. Und dann könnte sehr gut sein, witzigerweise, sowas finde ich immer schön, dass man dann weiterhin dieses Symbol benutzt, aber keiner weiß mehr so recht, warum eigentlich. Und dann sagen die Leute so, hä? Hast du schon mal drüber nachgedacht, warum man sich eigentlich aufs Handgelenk tippt, wenn man wissen will, wie spät es ist? Und dann sagen die anderen so, nö, ich hab keine Ahnung. Und dann lest man auf Cyber-Wikipedia 5000 nach, im Cyberspace, nachdem man sich da eingenetzt hat, über ein Brain-Implantat. Und dann liest man, ach so, beziehungsweise wird dann die Information in dein Hirn runtergeladen, dass man ursprünglich Zeitmessgeräte, mechanische Zeitmessgeräte an seinem Handgelenk, an einem Band befestigt trug. Und dann sagen alle so crazy. Wetten?
Befreien wir den Ballon! Befreien wir den Ballon! Der Ballon ist frei. Der Ballon ist frei. Nur ein Sniper steht noch auf dem Dach. Aber um den kümmern wir uns auch noch. Außer er kümmert sich erst um uns. Nein, wir rollen ins Haus. Das ist schon mal gut, glaube ich. Ich glaube, wir sind leider auf der falschen Seite, ne? Ah, der geht in den Nahkampf. Gut. Ich finde es irgendwie witzig, dass Sniper so Hüte tragen, so Sonnenschutzhüte und so, aber ansonsten genauso aussehen wie die anderen wilden Stammesmitglieder. Weil das so ein Hauch von Zivilisation ist auf deren Köpfen. Die große Leere hier sieht gar nicht mehr so stark nach Meeresgrund aus, ne? Ich glaube, hier ist Land. Ja, hier sind ja sogar alte Straßen, alte Brücken und so. Und das ist ein altes Atomkraftwerk, oder? Hm. Ölpumplager Schwierigkeitsgrad. Super duper. So, jetzt haben wir aber alle hier. Feuer. Vulkan. Wir haben ganz schöne Luftverwobbelungen hier. Man sieht kaum was. Okay, ich glaube, ich habe alles erwischt. Ah, nee, da sind noch... Oh, da sind noch ganz viel. Wie konnte ich das alles übersehen? Na dann, nochmal Fernglas auspacken. Todesfahrt. Vogelscheuchenfahrt. Sniper. Und... Oh, ein Stackgummlager. So, aber ich glaube, jetzt haben wir alles. Pink Eyes Festung. Da sollten wir jetzt hin. Das ist quasi unsere nächste Auftraggeberin. Der arme zweite Auftraggeberkerl. Den haben wir jetzt ganz schön vernachlässigt. Dafür hat Cheat die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Na vielleicht, das ein oder andere werden wir in seinem Gebiet wahrscheinlich auch noch erledigen. So ist es ja nicht. Dass hier gar kein Loot ist. Aber gut. Ah, Munition. Immerhin. Die nehmen wir. Hätte ich hier durchgehen können? Ja. Stimmt, Donnerladungen kriegen wir jetzt ja auch. Moment mal, was wird mir denn da hinten angezeigt? Das ist ja eine Kühlerfigur. Le Figur. Oder sowas. Ja? Bane. Und da hinten ist auch was. Hätte ich mich mal hier ein bisschen besser umschauen sollen. Gut, dass mir das Symbol angezeigt wurde. Na dann. Wunderbar. Einmal einsteigen, bitte. Da müssen wir hin. Da ist auch die nächste Mission. Die tote Leere. Und dann ist hier The Dump. Das ist aber auch noch ein Gebiet, ne? Hm, interessant. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt für heute mal kurz Schluss. Und morgen machen wir dann genau hier weiter. Macht's gut, bis dann. Tschüss, Sikorski.